Hallo Kackbratzen. Bevor ich mir wieder anhören muss, dass ich als PlayStation-Fanboy kaum Spiele für die Xbox präsentiere, möchte ich heute mal wieder eine Ausnahme machen und gut 20 Jahre zurück zur Zeit der allerersten Konsole aus dem Hause Microsoft zurückkehren. Und da es irgendwie einen neuen Indiana Jones-Film gibt, ist es wohl der perfekte Zeitpunkt, auch mal einen Blick auf das letzte gute Spiel mit dem Schatzräuber mit Hut und Peitsche vorzustellen, nachdem auch hier alles den Bach runterging. Dieser neue Indiana Jones Film sollte auch irgendwie nur als Entschuldigung für den teils sehr beschissenen vierten Teil dienen. Aber wie es aussieht, hat man es geschafft, etwas abzuliefern, das um einiges beschissener ist, als wir uns hätten vorstellen können. Das hat der gute alte Indy nicht verdient. He chose poorly. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmals feststellen, dass nichts an die PC-Klassiker Indiana Jones und der letzte Kreuzzug oder auch an Indy 4 in The Fate of Atlantis herankommt. Dies sind unantastbare Klassiker, die ohnehin jeder mal gespielt haben muss und dank GOG oder auch ScumVM und einer Sicherheitskopie sollte das auch jetzt noch jeder hinbekommen, auch wenn man seinerzeit die Spiele vielleicht verpasst hat. Gut, dann schauen wir uns heute mal Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft an, beziehungsweise Indiana Jones and the Emperor's Tomb, wie das Spiel im Original heißt. Um fair zu sein, der Titel kam freilich nicht nur für die Xbox auf den Markt, sondern auch für die viel bessere PlayStation 2, Apple Mac OS X und Dosen. Entwickelt wurde das Spiel von dem Studio The Collective im Auftrag von LucasArts im Jahr 2002 und kam dann ein Jahr später auf den Markt. Als Grundlage diente die Game Engine von Buffy the Vampire Slayer, das ebenfalls von The Collective entwickelt wurde. Das Spiel führte die Fans in eine brandneue Geschichte ein, die uns zurück ins Jahr 1935 teleportiert und uns auf ein weltliches Abenteuer schickt, das uns auf eine Reise über die Kontinente führt. So heißt es auch, dass das Spiel zwischen den ersten beiden Filmen angesiedelt ist, was im Prinzip auch stimmt. Allerdings spielt der erste Film Jäger des verlorenen Schatzes im Jahr 1936 und der zweite Teil namens Tempel des Todes ist somit mehr ein Prequel zum ersten Kinofilm, da er ebenfalls im Jahr 1935 angesiedelt ist. LucasArts Legende Hal Barwood war mit der Idee, dass man im Spiel Legende der Kaisergruft unseren guten alten Indy wieder zurück nach China schicken wollte, nicht so ganz zufrieden. Doch The Collective hat sich gegen seine Einwendungen trotzdem für dieses Szenario entschlossen. Und so sehen wir dank dieser Entscheidung mit Wuhan die Rückkehr eines alten Freundes unseres Helden. Dr. Jones, I presume. Yeah, who the hell are you? My name is Wuhan. Es war zumindest eine nette Überraschung. Ich erwarte normalerweise nie viel von Filmlizenzspielen, vor allem wenn sie einen vorausgegangenen Film behandeln. Somit waren meine Erwartungen zu Beginn sehr, sehr niedrig. Umso größer war die Überraschung, dass Legende der Kaisergruft mal überhaupt nicht scheiße war, was ich für den Nachfolgerstab der Könige nicht so ganz behaupten kann. Für 2003 ist das Spiel wirklich eine wahre Perle und es ist erstaunlich, was das Entwicklerteam zusammengeklöppelt hat. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft war Uncharted, noch bevor Uncharted überhaupt das Licht der Welt erblickt hatte, wobei man ja dann auch wieder sagen muss, dass man auch einiges dem Tomb Raider-Franchise zu verdanken hat. Allerdings wurden die Spiele mit der guten Lara von Mal zu Mal schlechter, während Uncharted den Gipfel des Action-Adventure-Genre erklommen und sich dort festzementiert hat. Und auch das Indiana Jones-Franchise hat sich irgendwie in der Wüste verlaufen. Man hat ja unlängst einen neuen Titel angekündigt, aber allein schon die Tatsache, dass er exklusiv für die Xbox erscheinen soll, macht das Ganze schon etwas madig. Lassen wir das mal fürs Erste und werfen nun mal einen Blick auf die Legende der Kaisergruft. Schließlich seid ihr ja deswegen hier. Ich werfe also mal die gute alte Xbox One an, da dank dem Upscaling das Spiel ein wenig besser aussieht als auf der Ur-Xbox und dann kann's auch schon losgehen. Okay, dann eben nach dem Update. 5 hours later. Das Spiel beginnt damit, dass Indiana Jones tief im Dschungel von Ceylon, dem heutigen Sri Lanka, nach dem Idol von Koro Atu sucht. Dieser Abschnitt fungiert als Tutorial, damit man sich schon mal mit der leicht nervigen Steuerung warm machen kann. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass mir der Xbox-Controller schon immer auf den Sack ging? Ich kann mir nicht helfen. Solltet ihr anderer Meinung sein, hinterlasst einen Kommentar. Und natürlich wäre es nicht ein Indiana-Jones-Spiel, wenn nicht irgendwo auch irgendwelche Nazis aus ihren Löchern gekrochen kämen, die zufälligerweise dasselbe Ziel haben. Guten Tag, Dr. Jones. It's a beautiful day for swim, is it not? I would join you, but I seem to have forgotten my bathing suit.
Nachdem man sich nach einer Menge haarsträubender Kletterei sich den Weg zum Schatz mit seiner Peitsche und Machete erkämpft hat, kehrt man wieder zurück in die Vereinigten Staaten, wo Indy dann für den Rest seines Lebens seiner Lehrtätigkeit nachgehen muss. Bis eines schönen Tages ein total normaler und überhaupt nicht gruseliger Typ unseren Helden fragte, ob er nicht eine sagenumwobene Perle namens The Heart of the Dragons aufspüren könnte. What do you know about Qin Shi Huang Ti? The first emperor of China. He built the Great Wall and established a dynastic government that lasted for centuries. Es wäre ja nur eine ganz kleine Sache. Abgesehen davon verleiht die Perle demjenigen, der sie besitzt, unglaubliche Mächte. Was soll also schon schiefgehen? Schließlich sieht dieser Typ auch ganz vertrauenswürdig aus und man würde ja niemals auf die Idee kommen, dass irgendwer diese unglaublichen Mächte für seinen Vorteil missbrauchen könnte. Und so stürzt man sich in ein teils recht tödliches Abenteuer und für all jene, die bislang noch nie einen Indiana Jones Titel gespielt haben sollten, können mit der Legende der Kaisergruft wohl keinen besseren Einstieg in die Serie finden, denn es sind auch keinerlei Vorkenntnisse nötig. Auch wenn es eine Schande ist, wenn man die guten alten Point-and-Click-Adventures nicht schon mindestens 20 Mal gespielt haben sollte. Gameplay-technisch darf man jetzt keine Überraschungen erwarten. Das Spiel kombiniert das klassische Third-Person-Schatzräuber-Gameplay, das wir aus Tomb Raider kennen, mit einer eher vereinfachten Version des Kampfsystems aus Buffy. Indy läuft und springt also dank der modifizierten und portierten Version der Buffy-Engine. Allerdings fühlt sich alles etwas schwammiger an. Schließlich musste man die Engine für einen Herren mittleren Alters anpassen, der freilich nicht mehr so wild in der Landschaft herumspringen kann, wie eine Ische auf einer Überdosis Kaffee. Allzu leicht kann man Sprünge verpassen und wird sich entweder das Genick brechen, oder man verliert zumindest ein wenig seiner Lebensenergie, womit man dann doch eher das Gefühl hat, mit einer schon ziemlich älteren Version von Dr. Jones unterwegs zu sein, der sich schneller den Knöchel verstauchen wird, als man Doppelherz sagen kann. Die Steuerung ist schlampig, aber in den meisten Fällen bewegt sich Indy genau dorthin, wo man ihn haben möchte. Aber ich wünschte, das Greifen der Kante wäre etwas einfacher gestaltet worden. Meiner Meinung nach könnte es auch, wie schon erwähnt, am etwas madigen Xbox-Controller liegen, der mir noch nie gefallen hat. Aber lassen wir das. Es wäre nicht Indiana Jones, wenn wir nicht auch mit einer Peitsche herumfuchteln müssten. Man kann mit ihr allerdings nicht nur Feinde entwaffnen. Was ehrlich gesagt ziemlich cool ist, sondern man wird sich mit der Peitsche auch über Abgründe hinweg schwingen dürfen. Natürlich nicht überall, sondern nur dort, wo einem das Spiel mit einem Peitschensymbol anzeigt, wo man sich dann von Plattform zu Plattform schwingen darf. Die Entwickler liebten Symbole, da sie den Spieler womöglich für ziemlich dumm hielten. So gibt es zudem ein Messer-Icon, das einem klar macht, wo man sich durch das Gebüsch häckseln darf. Ein Schaltersymbol, wenn es einen Schalter zu betätigen gilt, und ein Explosionssymbol. Und ihr habt es wohl schon erraten, wenn man mal wieder irgendwas in die Luft jagen darf. Nicht unbedingt die schönste Lösung, aber zumindest so gestaltet, damit auch noch eure Katze kapiert, wie man das Spiel zu spielen hat. Das Problem, das dieses Spiel hat, sind die etwas rar gesäten Speicherpunkte. Stürzt man also wieder mal in den Abgrund, dann muss man den gesamten Abschnitt nochmal spielen. Immer und immer wieder. Besonders scheiße ist es, wenn man sich fast bis ans Ende einer Mission den Weg erkämpft hat und dann ins Gras beißt. Das kann einem so dermaßen auf den Zeiger gehen, dass man große Lust hat, den Controller mit Schmackes an die Wand zu donnern. Am Anfang sind die Missionen nicht so verrückt lang, also ist es eigentlich nicht so schlimm, wenn man stirbt, aber gegen Ende werden die Level ein Stück größer und erfordern eure gesamte Aufmerksamkeit. Wenn man nicht gerade durch die Landschaft läuft und auf Dinge kraxelt, gibt es auch eine Menge an Kämpfen. Auch wenn der Kampf nicht besonders tiefgründig ist, kann er dennoch befriedigend sein. Indys Schläge und Tritte wirken leicht übertrieben, denn wie wir uns erinnern, hat man das Kampfsystem aus Buffy zweckentfremdet. Jedenfalls erweckt es den Eindruck, dass man die Scheiße aus den Feinden herausprügelt, aber selbst mit der Machete dauert es manchmal eine gefühlte Ewigkeit, bis sich die Gegner K.O. schlagen lassen. Indy verfügt über eine gute Auswahl an schmutzigen Moves in seinem Arsenal und ein Kombosystem ermöglicht es ihm, Angriffe aneinander zu reihen. Und wer will, kann auch Gegenstände wie etwa Stühle aufgabeln und freilich stehen einem auch eine Vielzahl an Schusswaffen zur Verfügung. Kernstück des Kampfes ist natürlich auch die Peitsche, mit der man aus der Ferne die Gegner aufs Korn nehmen kann. Ebenso ist es möglich, die Peitsche sogar um den Hals eines Gegners zu wickeln und ihn zu sich heranzuziehen, um ihn dann endgültig zu erledigen. Mit seinem coolen Kampfsystem und den unkomplizierten Erkundungselementen verfügt Indiana Jones definitiv über die Mechanik, die es zu einem coolen Spiel braucht. Lustig ist auch, dass Indy während eines Kampfes seinen Hut verliert. Sollte man einmal vergessen, den Fedora nach einem hitzigen Handgemenge wieder aufzusammeln, muss man aber keine Angst haben, dass man den Rest des Spiels ohne Kopfbedeckung herumlaufen muss. Indy hat anscheinend einen unendlichen Vorrat an Hüten und so startet man auch das nächste Level wie gewohnt mit Peitsche und Hut.
Wer kämpft, verliert verständlicherweise ab und an etwas Energie. Um seine Lebensenergie wieder etwas aufzufrischen, gibt es in den Level versteckte Frischwasserbrunnen und man kann hier auch seine kleine Feldflasche auffüllen, um auch unterwegs ein klein wenig Lebensenergie nachzufüllen. Mitunter findet man in den Kisten versteckt auch einige Verbandskästen, mit denen man seine Lebensenergie wieder komplett auffüllen kann. Und wo wir gerade beim Thema Wasser sind. Schwimmen ist in Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft die reinste Hölle. Wie es sich für ein Action-Adventure-Spiel gehört, gibt es auch einige Rätsel zu lösen, aber wirklich schwierig wird es nie. Meist gilt es nach Sprengstoff zu suchen, um Mauern in die Luft zu jagen oder Münzen, mit denen sich Tore öffnen lassen. Nichts, was euch unnötig aufhalten wird. Es gibt insgesamt 10 Kapitel, in denen sich nichts gleich anfühlt, was sehr gut ist. Man erkundet sehr unterschiedliche Orte und Landschaften. Man besucht üppige Dschungel, Unterwassertempel, ein Schloss in Prag und viele weitere wirklich hübsch gestaltete Schauplätze. Und wenn man aufpasst, kann man in einigen Szenen sogar George Lucas entdecken. Rein vom Prinzip her haben wir es mit einem wirklich tollen Spiel zu tun, mit einer gut geschriebenen Story. Aber früher oder später wird man auf einige Probleme stoßen, über die man nicht hinwegsehen kann. Es sind die lähmenden Grafikprobleme, die das Spiel so enttäuschend macht. Der Mangel an Feinschliff im Spiel lässt es unvollendet erscheinen und reicht von offensichtlichen Clipping- und Kollisionsproblemen bis hin zu einer stark schwankenden Bildrate, die von nur leicht abgehackt bis zu einem Gefühl wie einem beinahe Stillstand schwankt. Etwas besser ist hier die Xbox-Version, was die Grafik selbst betrifft, denn spielt man auf der PS2, hat man teilweise das Gefühl, dass man den Bildschirm mit Vaseline vollgeschmiert hat, denn einige Texturen wirken gelinde gesagt unheimlich verschwommen. According to the map, that stone head marks the secret entrance into the Lost City. Beyond the city lies the Temple of the Black River Goddess, and inside, the Idol of Kuruwatu. I'm close now. Wer sich einen Gefallen tun möchte, holt sich also die Version für die Ur-Xbox. Spielt das Spiel aber dann auf einer modernen Xbox One oder wie auch immer diese neuen Kisten heute heißen. Wem die Grafik jetzt nicht so wichtig ist und lieber ein Spiel haben möchte, das sich aufgrund des Controllers weniger scheiße steuern lässt, sollte zur PS2-Version greifen. Was aber wiederum ganz gut gelungen ist, sind die Soundeffekte und natürlich auch die Musik, die das klassische Indiana Jones-Thema aufnimmt und weiterentwickelt. Die Soundeffekte sind hervorragend. Vom donnernden Knall der Peitsche bis zum befriedigenden Klatschen, wenn Indy sich in einen Faustkampf begibt. Einzig die Sprachausgabe schwächelt ab und an. Ach, what I wouldn't give for a good strudel. Indy klingt realistisch, wie wir ihn aus den Filmen kennen, aber alle anderen Sprecher sind manchmal nicht mal in der Mittelklasse. According to the map, that stone head marks the secret entrance into the Lost City. Indiana Jones und die Legende der Kaisergruft ist ein klassisches Action-Adventure, das man gespielt haben muss, wenn man entweder das Genre mag oder Indie-Fan ist. Man muss über einige Dinge vielleicht hinwegsehen. So sind die Level ziemlich linear. Die Speicherpunkte sind eine Lachnummer und die Plattformeinlagen teilweise ein Schmerz im Arsch, was das Spiel insgesamt so alt wirken lässt, wie die Artefakte, die unser Dr. Jones ausgraben muss. Die Grafik ist gleichzeitig hui, aber doch auch eine Menge pfui. Vor allem, wenn man die PS2-Version spielt. Aber insgesamt muss man sagen, dass das Spiel all das so unfassbar gut einfängt, was Indiana Jones ebenso extrem ikonisch macht. Wenn wir also wegen der Fehler das ein oder andere Auge zudrücken, erwartet uns wirklich ein großartiges Spiel und man wird auf alle Fälle seinen Spaß haben. But Indy, we were supposed to meet with Lao She to talk to him about that Nurhaci job. Lao She can wait. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.